So Leute, weiter geht's mit Gebrüll und zwar ja mit dem Medium. Was haben wir hier? Panther? Panther 2, genau. Auftrag ist Feuerteufel. Wir sollen irgendeinen anzünden. Ja. Was ist gar nicht allzu einfach. Was ist denn das? Ach, da geht das immer der Art hier knallen. Was sich gar nicht allzu einfach erwiesen hat, als es klingt. Komischerweise, am laufenden Band zünde ich normalerweise Fahrzeuge an, aber jetzt, wo es darauf ankommt, dass du anzünden sollst, klappt es nicht. Na egal. So, ich habe gerade ein paar Einstellungen im Mod vorgenommen hier. Keine Ahnung, wozu die dienen. Also Fokusfeuer, ich glaube, das war das nachher, wo dann anzeigt, von woher sie einen beschießen können. Das war eigentlich ganz nützlich. Und dann war da ein Serverfadenkreuz einschalten. Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen, welchen Sinn das hat. Aber was soll's. So. Oh, zwei Aris. Und ich hasse diese Seite. Ich hasse sie zutiefst. Mit runter gehen und da hier ein bisschen snipern. Denn oder ich fahre nicht alleine da runter, ich bin nicht bescheuert. Na gut, fahr du runter T34. Nee, ich werde hier bei D0 gehen irgendwo. Wie ist das D0? Ach, ist doch scheißegal. Ich werde irgendwo hingehen. Mal sehen, irgendwas werden wir schon treffen. Oder es trifft uns. So, was ist denn, oh, was ist denn das jetzt? Ach, das ist das Serverfadenkreuz. Was welchen Sinn soll das machen? Das sieht ja komisch aus. Keine Ahnung, welchen Sinn dieses Serverfadenkreuz da machen soll. So. Ich würde gerne mal hier erst einmal. Um einfach mal die Prophylaktik hier hinten reinzuballern. Hier stehen sie doch gerne, die solchen Vögel. Einfach mal hier 3-4 Schüsse reinhauen. Mal sehen, wer sich da erregt. Oder aufregt. Oh, unten wohnt er noch. Ein bisschen weiter rüber. Ah, da ist auch irgendwas. Oh, ich sehe gar nichts. Was soll das? Na. Na, was ist denn das für ein scheiß Strauch? So, also hier ist der E25 auf jeden Fall. Hier irgendwo muss der Typ 61 hängen. Ach, das steht schon wieder 03. Die haben gerade mal angefangen. Ups, hier unten los. Der hat ja eh noch. Egal. Na, warte mal, da müssen wir nochmal fahren. Tiger hier nicht ganz alleine lassen mit seinem T34. Feuererlaubnis erteilt. So. Da ging ich auch die Wäsche. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gut. Oh. Auch wieder mal mit dem Arsch geschossen. Hier, du bist aber auch so ein Künstler. Lässt mich hier einfach alleine damit fuhren. Oh Scheiße, was ist da oben? Ach du Scheiße. Ach, was ist denn das wieder für ein Team hier? Ach, da bin ich daneben. Das ist wieder ein Team hier. Das ist wieder ein Team. Guckt euch das an. 1 zu 10. Der Abschuss, den hatte ich gemacht. Shit. Team. Scheiß Team. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Guckt euch das an, gell. Unfassbar.
hasse diese Seite. Jedes Mal auf der Seite geht's im Bach runter. Weil das ist auch so unfair. Die stehen hier oben bei ihrer Basis und snipern von da oben runter. Okay. Wenn du hier den drüben hinfährst, auf der rechten Seite, hier auf der 9er-Nuller-Linie, weißt du, hast du auch keine Chance, da beknallen sie dich von der Basis her. Oder sie sind dann schon hier vorne und können sich da auch sehr gut verstecken. Okay. Also, du hast hier auf der Seite nur die Arschkarte. Und ich möchte wetten, wenn du mir die Statistik anguckst, welche Seite am häufigsten gewinnt, okay, dann möchte ich, also, da würde ich wirklich richtig Geld verwetten dafür, weißt du, dass die Gegnerseite eigentlich fast immer gewinnt. Da müssen sie sich schon wirklich richtig blöd anstellen. Also noch blöder wie unsere jetzt. Was hast du denn jetzt vor, IS-3? Flüchtig will kein Kabel capturen. Was willst du denn IS-3 vorhat? Genau das brauche ich, eine angezündete Hütte. Mann. 4 zu 15. Gott, Leute, lasst euch das mal durch den Kopf gehen. 4 zu 15. Nee, nee, nee. Was erzählt er hier? Richtschütze, was erzählt er hier? 5 Gefechte, um was zu machen? Hm? Oh, Scheiße, oder was? Wie sie steht, was ist denn das hier von der Scheiße? Es wären noch 5 Gefechte benötigt, um neue Fertigkeit. Da ist gerade mal bei 36%. Wie kann das nach 5 Gefechten schon eine neue Fertigkeit? Also diese Scheiße können sie auch echt ausblenden, gell? Wir sind alle bei 36% oder so. Ach. Ach. Gott, ach Gott, braucht noch 5 Gefechte, um 1% mehr zu haben, das Angabe auch. Da tun die das hier den einen belästigen, die haben sich einen Scheiß. So, wo sind wir gelandet? Unfassbar. Ja, okay. Viel habe ich nicht vom Spiel mitgekriegt, gehen wir gleich ins nächste. Wenn das wieder so beschissen läuft, breche ich ab. Also, Koch Wolfgang ist da. Moin. Klar lebe ich noch. Frohes neues Jahr. Er schreibt gerade, ach, du lebst ja noch. Frohes neues Jahr. Schöne. So, feuriger Bogen. Ne, das klingt doch gut, feuriger Bogen. Feurig, also ich brauche einen, den ich anzünden kann. Also macht mal Feuer hier. Und bitte nicht mir, ach du Scheiße, meiner. Bitte nicht mir, sondern die anderen. Ja, Wolfgang, viel krank gewesen. Okay. Teilweise war es lungenmäßig gar nicht gut bei mir. Okay. Hat mir da irgendwie scheinbar eine Lungenentzündung oder was weggeholt. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass ich bald verrecke. Hat sich dann aber doch wieder irgendwo so leicht im Sande verlaufen. Ist zwar immer noch nicht so 100%, aber zumindest ist es nicht mehr so beschissen, dass du das Gefühl hast, jeden Moment in den Arsch zu gehen. Halt keine Bäume umschmeißen. Umgeschmissene Bäume sind scheiße. So, T71 fährt vor. Wo ist denn der Rest unserer Truppe? Läuft die Schiene, so viel zu schnell für mich. Ja. Was
hat denn da jetzt gerade an? Oh, was ist das da? Ach, ist wieder weg. Dann halten wir mal ein. Ach, da oben verstecken sie sich, die Kollegen. Ich muss auch mal ein bisschen danach fahren. Wenn jemanden siehst, der überhaupt nicht. Da kannst du überhaupt nicht beschießen. Wo ist? Wo ist er hin? Da ist er. Hallo, GZ. Lass dich mal anzünden, Arschloch. Ui, nee. Ah, fuck. Was hat mich jetzt da aufgemacht hier? Das müssen wir mal Ihnen erzählen. Scheiß Arti. Da steht ein Panzersack. Das ist natürlich nicht schlecht. Was bist du, IS? Ah, fuck. Hier steht ein Panzer. Hier verstecken wir uns mal ein bisschen hinter dem Panzer. Leicht verqualmt hier. Die Serverfaltenkreuz geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. D30. Das brauche ich gar nicht zu versuchen, auf dich zu schießen, aber ich mache trotzdem. Gucke. Abpraller. Auf dem Deckel oben, wo es normalerweise durchgeht. Brauche ich gar nicht drauf zu schießen. Bin ich hier vorne allein oder was? So ist. Ah, fuck. Das wackelt hier, das ist so schwammig seit neuestem, dieses Fadenkreuz. Das ist ja fast nicht mehr erträglich hier. Das ist nur noch ein einziges Gewackle. Nee, Wolfgang, das ist wirklich kein Witz, gell? Ich hatte wirklich streckenweise das Gefühl, dass ich über kurz oder lang einen Arsch hoch mache. Ich könnte nicht mehr schlafen, ich habe nur noch gehustet. Ich könnte nicht mehr sitzen, ich könnte mich nicht mehr anlehnen. Ständig waren die Lunge, Druck auf die Lunge da, furchtbar. Ah. Hat auch nichts aufgemacht hier. Oh, davon. Jetzt müssen wir eher noch hier oben. Das meine ich jetzt. Das ist ein Gewischiwaschi hier. Du kannst überhaupt nicht mehr richtig zielen in Ruhe. Gefällt mir gar nicht. Ich will auch nicht vorfahren. Da vorne steht ein IS-8. Da macht Lametta aus mir, gell? Ja, genau. Da steht sie schön da und du schießt daneben, du Trottel. Ich glaube, ich muss mir hier einen von meinen Schützen, hier den Richtschütze, der Ladeschütze, der muss hingerichtet werden. Och, was ist denn jetzt? Toll. Toll. Nice Scouts. Da kriegst du die Hucke voll gehauen. Da kriegst du die Hucke voll gehauen, weil diese scheiß Scouts sonst wo rumturnen. Hier T49 hinten in der Ecke. Guck dir das an hier. Das ist ein Scout. Prickelnd. Prickelnd. Ich hätte mich doch oben in meine Ecke reinstellen sollen. Manchmal ist man halt so blöde und denkt, naja gut, wenn hier keiner ist, musst du vorfahren. Normalerweise stehe ich ja da oben, wo die 2254 steht, noch ein bisschen noch weiter oben in der Ecke drin, bei dem Busch. Ja, wo ist er jetzt? Warte mal, komm auf. 2244, hier. Genau, jetzt wo der wegfährt, hier hinten an der Kante an dem Busch, da stelle ich mich am liebsten hin. An der Kartengrenze. Bei den scheiß Scouts.
bei diesen solchen Arschlöchern, das ist das Go, der T49, das ist ein Light Tank. Da haben sie schon eine Kanone drauf gehauen. Mit denen kann man einen anderen Scout mit einem Hieb rausnehmen. Oh nein, er steht an der Karte. Dann müssen wir vorhin gucken, welches Malmo da steht auf A1. War man sich nicht zu wundern, wenn man verliert, gell? Die stehen auch bloß da oben in der Busch da rum. Ach, jetzt hat er einen gefunden, den er beschießen kann. Ach, Scheiße. Und nun, ne? Stecken wir uns wieder. Ja, das bräuchte ich ihn anzünden können. Für meine Mission. Jetzt verlieren wir das schon wieder gerne. Es glüpft hier wenig. Ist ja langsam nicht mehr feierlich hier. Was haben wir denn? Viertel zwei. Naja. Ach, ich will auch nicht hübsch weitermachen. Ist ja extrem nervig. Das ist jetzt wieder so die Tageszeit. Die Nachtsäufer sind jetzt aus dem Bett gekrochen, haben ihre erste Flasche Bier gesoffen. Oder Schnaps, Flasche Schnaps vielleicht auch schon. Und jetzt setzen sie sich hin, ja, wenn wir noch ein bisschen WOD spielen. Ja, so ungefähr habe ich das Gefühl. Das ist immer so um die Zeit, gell? So zwischen Mittag und Nachmittag brauchst du fast nicht zu spielen. Stehen sie da und warten drauf, dass sie erschossen werden. Okay, und machten wir E75. Auch nicht besser. Okay. Fast voll HB. Ach, oh, hier hinten steht er. Guck mal, wo der steht. Okay. Das ist unfassbar. Okay. Da stehen die schweren Panzer da hinten in der Ecke und Sniper, versuchen zu snipern. Sind ja auch noch zu blöd dazu, wie man gerade gesehen hat, gell? Vom Weg ist er. Toll. Wenn du solche Freunde hast, brauchst du echt keine Feinde mehr. Ja, naja. Habe ich überhaupt auch schon was getroffen, ne, gell? Ach doch, einen habe ich getroffen. Wen habe ich ihn getroffen? Ach, den WZ habe ich einen und den IS-8 habe ich einen aufgepratzelt. Das geht einem im Sack hier mit Jörn. So, na gut, auf ins nächste Gefecht. Da gibt es das nächste ins Gemächt. Ein Neuner, Malinowka. Ja, wieder so ein paar dumme Neuner hier. Ja, war ja klar. So. Ich frage mich gerade, ob halte ich mich dezent zurück? Oder, ne, mach noch recht. Oder stürze ich mich ins Gefecht? Wobei bei Neunern ins Gefecht stürzen ist vielleicht eine scheiß Idee. Ah, ich schaue hier vorne an der Dings und merke doch, ich gehe vorne an die Kante ran. Ich hoffe, dieser T49 ist nicht genauso ein bescheuerter Arsch wie der andere, den wir gerade hatten. Oh, ist nur los. Nicht getroffen. Den hast du nicht mit der Stimmstore. Stehende Stier.
Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was ist denn jetzt der SD1? Hast du ihn an der Waffe oder was? Wie viel steht denn das schon wieder 1-2? Was haben sie von uns wieder abgeschossen? Die haben schon von uns ein Jagdpanzer. Nee, ach Gott. Was haben sie von uns da was getrieben? Tiger und ein KV-13 natürlich. Ach, jetzt kuscheln sich schon alle hier am Berg rum. Das ist ja scheiße. Na gut, versuchen wir es mal hier. Da steht ja auch schon bei der... Oh ja, genau. Grünau. Wer macht denn hier auf? Ja, genau. Fahren wir noch die Karre klar, du Arsch, du Bläder. Guck, bin da, wer noch? Wer hat mich da jetzt gerade aufgemacht hier, sag mal. Du bist da das. Kleines Dreckschwein, du verdammtes. Ach, es kann natürlich auch diese Rumballerei von diesen verschissenen Dingshirten. Ach, haben sie kaputt gemacht. IS, das wäre so ein Ziel gewesen, was man beschießen kann. Wäre doch so ein halbwegs vernünftiges Ziel gewesen. Kommst du alle? Toll. Dann mir der Arsch hier vor der Nase rum. Komm mal raus mit deinem T-Shirt, ich will dir eine drauf pratzeln. Die scheinen aber... Oh doch, da turnt ja schon einer bei uns in der Basis rum hier. Na guck mal an. Da ist er. Dieses kleine Schweinchen. Komm raus, du kleines Schweinchen. Ah. So. Na. Unkooperativ. Das ist das Furchtbare an diesem Spiel. Die Feinde sind extrem unkooperativ, habe ich festgestellt. Die machen, was sie wollen. Ach, da steht schon wieder 2-5. Neuner gefecht. So. Jetzt hast du ihn mitgekriegt mit deinem scheiß WZ. Ja, ja, da klotzt die Bläte. Wir waren noch einer, hä? Drecksfuche. Oh ne, das ging zu schnell. Das ging zu schnell. Oh, da ist er wieder. Komm nicht runter mit Noah. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh ja, genau. Ach, fuck. Kritischer Treffer, was soll denn diese Scheiße? Kritischer Treffer. Oh, da drüben ist auch was. Was man beknistern kann. Ja, geht aber nicht. 50 komme ich auch nicht ran. Nee, kann ich bloß hoffen, dass hier irgendwie wieder rauskommt. Und die da drüben komme ich nicht ran. Wir haben sie böse erwischt. Ach du Scheiße. Jetzt bin ich auch noch offen. Das ist jetzt das Preis. Das war ja klar. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, leck mich doch am Arsch hier. Ja, genau. Schießt auf den Fahrrad an. Hat euch überhaupt nichts getan. Ach doch, ich hab doch was getan. Rüpel. Alter Rüpel. Ja, mit deinem französischen Scheißhaus, der Brötzel ist auch noch.
Scheiße, ich hätte da noch einen mitgegeben. Ach, da bist du direkt vor ein verdammtes. Arme unschuldige Leute hier beschießen. Auch heute gerne. Jetzt machen sie mich nackt, das wird hier. Ich komme bei dem Scheißhaus nicht durch. Gut, dann guck ich lieber mal zu dem hier. Sieht nur vertrauenserweckender aus. Nöp. Nöp. Ja, leck mich doch am Arsch. Ich gehe ja nur auf. Ich sag ja, Panda am Arsch. Schieß mal auf den IS-6. Da kommt wenigstens durch. Oh schön, steht das Kette. Ah. Vom IS-6. Bleib stehen. Ach Mann, zünde doch dieses Scheißhaus mal an. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Brenn! Ja, hat gebrannt. Ich hab's gesehen. Haha. Mission erfüllt. Ja, Drecksvögel. Hab gedacht, ihr könnt einen kleinen Charatan hier tot machen. Ist nicht. Ist nicht mit Charatan töten. So, was haben wir jetzt hier? WZ. Da komm ich nicht ran. Komm ich hier rüber? Kann ich hier rüber fahren, ohne zu ersaufen, ich glaube. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit... Nee, Werkzeug habe ich keins mehr. Schade. Ach, der Panther. Oh, das ist was man hier schönes. Oh, ich sehe nicht. Ja, dieser. Jagd den Dieter. Ach, das ist der Panther 2. Ach du Schwein, du hast mich beschossen, du Mistsau, du Verdammte. Das ist die Rache. Oh gut, das war die Rache. Rache ist Blutwurst. Was haben wir jetzt noch? Ein T26? Wo hängt denn der? Keine Ahnung. Ich bleibe mal lieber hier unten. Ja, was war denn das? Wer machte mich hier auf? Wer hat mich jetzt gerade aufgemacht? Der Witz. Der Witz. Witz 111 hat mich aufgemacht. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh, da fällt mir gerade schön den Turm hier. Das ist aber netter. Das ist aber ganz netter hier. Komm, einen Schuss lass du mir noch. Du kannst mich mal. Ist nicht so. Ach, ist der Panther 2 nicht ein schönes Fahrzeug? Wenn du halbwegs mit dem schneidern kannst, hast du alles klar. Und ich müsste jetzt meine Mission erfüllt haben. Ich habe den IS-6 angezündet. Wie, du gibst mir das nicht. Da schlage ich dich, Dreckskar. Es kann doch nicht wahr sein. Ich habe den IS-6 angezündet. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Er ist sogar abgebrannt und ist gestorben. Und jetzt geben die mir die Mission nicht. Stecken Sie ein Gegnerfahrzeug? Ach, dass eine Stufe über Ihrem Fahrzeug liegt auch noch. Ach, die wollen mich doch wohl verscheißern oder was? Ach. Nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. Scheiße, jetzt habe ich die Lust verloren, Leute. Tut mir leid. Solche Schnauze voll. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Da bist du froh, dass du endlich deine Dreckskarre angezündet hast. Und dann geben sie sie dir nicht. Eine Stufe höher. Naja. Gut, dann schnapp ich erstmal, ich habe jetzt erstmal die Schnauze wieder voll. Ich sag dann mal, tschüss und weg, euer Scheratan.